Die Druckluftbremsanlage, wir sind bei der Fremdkraftbremse des Anhängers. In dieser Folge geht es um das Löseventil. Löseventile sind nicht vorgeschrieben, aber wenn sie vorhanden sind, dann gibt es auch da eine Vorschrift, und zwar lautet die: Das Löseventil muss in seine Ruhestellung zurückkehren, wenn der Anhänger erneut mit Druckluft über Rot versorgt wird. Man muss sich also vorstellen, der Anhänger ist abgekuppelt. Dann kann man hier dieses Löseventil betätigen und die Radbremszylinder werden entlüftet, also wird die Bremse gelöst. Und in dem Moment, wenn ich Rot anschließe am Zugfahrzeug, dann muss das Löseventil, also hier quasi wieder rausfahren, muss also in seine Ruhestellung zurückgehen. Das kann man noch ganz gut überprüfen. Ist der Anhänger angekuppelt, sind also Rot und Gelb verbunden, ist Rot verbunden, dann kann man dieses Ventil nicht reindrücken. Dann muss hier ein Gegendruck bestehen. Andererseits kann man genauso gut auch an der Bremse hören, wenn man Rot anschließt, dann hört man Geräusche an der Bremsanlage, sodass man dann feststellt, aha, alles klar, das Löseventil ist wieder in seine Ruhestellung zurückgegangen. Trotzdem muss man es immer überprüfen, ob es denn tatsächlich auch in der Ruhestellung ist, denn sonst wäre ja die Bremse gelöst. Zeichnerisch sieht das hier so ein bisschen komisch aus, aber es macht Sinn. Wenn ich jetzt mal hier die Leitungen rot anzeichne, ich habe jetzt also hier rot die Vorratsleitung, dann geht das also zeichnerisch hier in das Löseventil rein, kommt zeichnerisch quasi aus dem Löseventil wieder raus und geht dann hier in den Druckluftbehälter. Das Ganze ist aber natürlich so, dass hier eine Verbindung zu unserem Anhängerbremsventil besteht, beziehungsweise bildet das dann hier eine Einheit. Denn ist klar, wenn ich jetzt hier über Gelb das Anhängerbremsventil ansteuere, dann wird ja die Luft vom Vorratsbehälter ja auch hier weiter über unser ALB zu den Radbremszylindern eingesteuert. Die Frage, die sich stellt, wozu braucht man überhaupt diese Löseventile? Hier ein Beispiel. Ich habe hier also einmal einen Anhänger hier mit einer sogenannten Drehschemellenkung. Das heißt, ich habe also hier ein Achsaggregat, so nennt man das. Ein Achsaggregat bestehend aus einer Achse hier hinten und ein Achsaggregat bestehend aus einer Achse vorne. Das Ganze ist dann mit einer Drehschemellenkung versehen. Hier habe ich einen Sattelauflieger. Bei dem ist das so, habe hier ein Achsaggregat bestehend aus drei Achsen. Hier ist das Löseventil zwar sinnvoll, benutzen muss man es häufiger bei den Anhängern mit Drehschemellenkung, denn wenn jetzt hier die Achse, das Aggregat hier vorne gebremst ist, dann kann ich den Drehschemel nicht mehr bewegen. Das heißt also, beim Ankuppeln des Anhängers ist es dann ab und zu sinnvoll, die Bremse an der Achse hier vorne zu lösen. Dann haben diese Anhänger zwei Löseventile, eins für die Vorderachse, eins hier für die Hinterachse, für das hintere Aggregat. Dann kann das hintere Aggregat gebremst werden und das vordere Aggregat, die Bremse, wird über das Löseventil gelöst. Dann wird der Anhänger angekuppelt und wenn rot dann angeschlossen wird, muss dann hier an der vorderen Achse, an der lenkbaren Achse, das Löseventil wieder in die Ruhestellung zurückgehen. Also haben wir geklärt, das Löseventil nicht vorgeschrieben, ist aber sehr sinnvoll. Wenn es verbaut ist, dann muss es in seine Ruhestellung zurückgehen, wenn rot angeschlossen wird.